Hey und hallo zu Sims hier, zu, ja, zur Rich to Poor Challenge und jetzt sind wir gerade bei Grace. Ich wollte irgendwie gerade hier Terry, halt mal an kurz. Ich wollte gerade Terry mal anquatschen. Sie ist Teenager und es wäre natürlich ganz interessant, ob ein Vampir auch von Teenagern trinken kann, bestimmt. Ich soll ja auch nicht so, schließlich kann ja der Vampir auch Teenager sein. Plasma trinken, guck mal hier, los, lass jemanden ausgiebigen Trank geben und hör mal auf mit dem zu quatschen. Und damit fangen wir nämlich gleich mal an. Wo ist Grace? Hier. So, dann gehen wir rüber zu Sophia und geben ordentlich Kohle aus, da drüben, wo die Gitarre spielt. Ja, sie kann ja leider nicht, oder noch nicht, andere Sims zu Vampiren machen. Pinwand-mäßig. Ein bisschen ungeschickt ist immer, dass die Vampire einfach so unbeachtet voneinander Sims. Die Sims beißen. Zack. So, ich würde sagen, die ist satt. Und die andere ist fertig. Oh, Terry ist ganz niedlich. Ja, gut. Das war gewesen. Vergangenheit. Ich hätte nicht wetten können, dass Sophia hier Gitarre gespielt hat. Aber egal. Gut. Vorstellen? Hier können wir jetzt gar nichts machen. Was soll das? Grace ist in der letzten Zeit nicht aufgetreten? Natürlich nicht. Ich wollte echt zugucken, wie gut die spielt hier. Wer ist das? Sarah Acharya. Ja gut, dann unterhältst du dich hier ein bisschen. Gucken wir mal, dass dann irgendwie die hier vielleicht freundlich vorstellen. Und die sieht ja auch toll aus. Was? Fatima. Fatima Al-Fassi. Ja, okay. Gut, also ich hoffe, dass ich irgendwie noch zum Geldspenden komme, dann beim Musizieren. Was ist die? Merguez. Gut. Ich habe wirklich absolut überhaupt keine Ahnung, wie man das ausspricht. Jetzt, die spielt, guck mal, jetzt kannst du hingehen. Herbeirufen und so weiter, kann man das, ach so, geht bestimmt. Spende geben. 100. Vladislaus ruft an. Du wirst dich sicher über deine neue Vampirenergie wundern. Sie nährt, fasziniert deine Kräfte, sodass du verschiedene magische Dinge tun kannst. Aber keine Sorge, wenn sie dir ausgeht, kannst du schlafen oder dunkle Meditation praktizieren, um sie wieder aufzuladen. Sie verbrennt jedoch in der Sonne. Wenn du dich ohne Vampirenergie im Sonnenlicht aufhältst, verbrennst du. Also während des Tages immer vorsichtig. Gut, okay. Also ohne Energie das Tageslicht meiden. Wo ist sie denn jetzt? Was macht denn der? Da! Hat sie gespendet? Ich hab's nicht gesehen. Oh, ärgerlich. Kann sie ihr nicht zusehen? Vorführung ansehen. Na gut, dann sind wir wenigstens so artig, wenn du schon 100 Simulons hingibst. Bist du wenigstens so vernünftig und guckst dir mal ein bisschen zu. Wir kennen auch Sarah noch überhaupt nicht, ne? Ey, warum stellst du dich vor unsere Nase? Okay. Weil du Kohle gibst. Können wir nochmal spenden? Können wir richtig Kohle ausgeben? Können wir. Wie oft können wir das machen? Gut, genug zugesehen. Es geht noch ein bisschen auf die Ohren. Hau mal hin. Da.
Das sind 100 Simulations minus und sehr cool. Achso, was wir machen können, könnten wir diesen Vladislas besuchen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Punkte. Oh, guck mal, der sitzt da. Einfach. Mit seiner Hustenaugel. Na gut. Also begrüßen muss ich ihn nicht nochmal, also zumindest ruf den mal bei. Der kommt. Flatter, flatter. 4 Punkte können wir schon ausgeben. Sie kann ihn bestimmt bitten. Warum klickt der nicht? Und Vampirtraining. Flesh? Hando. Vadish. Doba. Sie ist Vampir-Novitin. Gibt's denn da auch Pläne? Ja, gibt's denn da auch Punkte? Zumindest steigt dieser lila Balken. Okay, ihre Augen leuchten wunderbar und der sich so voll aufregt, dass sie nichts lernt. Ich finde, ihre Vampirenergie geht ganz schön bergab, aber na gut, es ist mitten Mitternacht durch. 2 Uhr fast. Müssen auch mal gucken, was die anderen Sims aus unserem Haushalt machen. Ob die denn schlafen gehen, weil die am Tag eher aktiv sind als nachts. Guck mal, du machst da ganz kleine Löcher. In die Hälse. Hast du das schon gesehen? Das kommt bestimmt von den Zähnen. Die ist so rechts und links. Ja. Meine Hasenzähne. Also für Training gibt es keine Punkte. Das wollen wir gleich mal festhalten. Wo ist denn der? Zuschauen, wobei? Achso, er spielt da. Ja, okay, nee, war einmal ein Vampirkampf damit. Vielleicht gibt es da noch ein paar Punkte. Wie man da so angekommen ist bei dem. Kräfte zeigen. Mehr außer freundlich, bla, und wie ihr Vampirkampf. Jetzt ist es weg. Wozu habe ich das rausgesucht? Mien. Okay, könnt ihr auch in der Wohnung kämpfen? Groß genug ist ja alles. Ja, ist natürlich der Obervampir und wird sie natürlich fix und fertig machen. Gibt es natürlich keine Punkte. Oh, guck mal, dunkle Seite. Sieht irgendwie cool aus, ne? Oh Mann, da muss sie noch ein bisschen üben. Na gut, gehen wir ab nach Hause. Und wir kümmern uns mal um Ying. Beziehungsweise schalten wir die Kontrolle um. Okay, jetzt mitten in der Nacht, ich würde sagen, gut ausgeschlafen. Vielleicht legst du dich trotzdem noch mal schnell hin. Und was nicht geklappt, Grace hierher bringen.
Da steht sie. Mann, lauf mal nicht aus der Kamera. Was macht sie? Quatsch. Ach, aufräumen. Ich dachte, die ist jetzt nicht gut. Weißt du, was du machst? Gehst mal bitte duschen. Oder war das Essen, was stinkt? Das Essen war das. Das war gar nicht Grace. Und was macht sie? Sims Forever spinnen. Gut, und Sam Ghost guckt Fernsehen. Alles gut, allerdings los. Du gehst jetzt mal hier schlafen. Okay, Grace räumt immer noch auf. Und Shiva sollte vielleicht auch die letzten paar Stunden noch mal schlafen gehen. Sonst haben wir nichts von. Wenn die am Tag dann total müde sind. Ich dachte, das raucht so irgendwie so ein bisschen. Wo ist sie denn? Wo ist Grace? Da. Ach, weißt du, was du jetzt machst? Nee, die Vampirgeheimnisse. Keine Bücher und nach Informationen. Suchst du mal. Und wenn du da fertig bist, kannst du bestimmt noch ein Buch lesen. Mach das mal auf. Sie hat noch eins. Die eins. Gut, wie weit ist sie eigentlich mit der Fähigkeit? Vampirsaga Level 3. Grace kennt nun alle im Internet verfügbaren Informationen über Vampire. Wenn sie mehr erfahren möchte, soll sie sich am Computer Bücher bestellen. Nee, brauchst du nicht. Aber wir können schon mal anfangen, irgendwie Punkte zu verteilen. Zeig mal her. Eine Schwäche. Von Schuldgefühlen fühle ich sie nicht geplagt. Das unkontrollierte Zwischen, das habe ich, glaube ich, Bettini und Kanalskandal auch genommen. Das fand ich ganz gut. Grace übergibt sich, wenn sie normale Nahrungsmittel zu sich nimmt. Mach mal das. Zack. Damit haben wir 4 Punkte. Wo ist denn das mit der Fledermaus? Ach, das haben wir ja schon. Gut. Stets willkommen. Sie kann in Türen rein. Persönlichkeit entblößen. Ne, haben wir den Knoblauch. Ach, hier. Okay, machen wir das noch und dann sind die Punkte weg. Ja, und lies schön. Okay, sie liest, die anderen schlafen. Das sieht mir nach Gießen aus hier. Oh. Die sieht gut aus. Ach, was ich noch machen wollte? Na gut, das warten wir ab, dann bis sie ausgeschlafen haben. Okay, dann sehen wir uns gleich nochmal. So, jetzt ist Hing aufgestanden und ja, ich würde sagen, so lange könnte sich dann um 8 Grace auch in ihren Sarg machen. Sie ist jetzt übrigens Level 6. Während die anderen geschlafen haben, konnte sie ihr Buch lesen. Los, mach mal, geh mal schlafen. Auch wenn die jetzt quatschen wollen. Denn ich möchte mit dir jetzt unbedingt. Was ist jetzt besser? Eine Haushaltshilfe oder ein Butler? Der Butler kostet 175 die Woche. Haushaltshilfe kostet, glaube ich, ja, 60, 70 am Tag. Service engagieren. Wo ist das? Hier.
Ich hab schon. Na, bin ich mal gespannt. Wird das erledigt? Ihr macht das mal weg. Oh Mann. Zack, so viel. Wände hoch. Okay, wenn Ying jetzt schon unterwegs ist, wie fühlt sie sich? Hunger einigermaßen? Dann kannst du mal hier schon mal ein Bild malen. Landschaftsgemälde. Ich dachte, die malt dann große Bilder. Warte mit den anderen Sims, die schlafen noch. Ist ein bisschen blöd, dass ich immer drei mitnehmen kann und ihn zu Hause lassen muss. Ja, vielleicht könnte ich auch mal abends was machen. Mal sehen. Also eigentlich leben die bloß so vor sich hin, um Geld auszugeben. Und wir müssen uns überlegen, wo sie das am besten tun. Gut, jetzt könnten wir hier unten essen gehen. Fällt mir gerade auf, dass man das gar nicht oben tut. Sondern unten auf dem Platz. Übrigens kann sie hier auch malen. Kann sie das auch irgendwie? Sie kann das... Das kann sie diesmal verkaufen. Verwerfen. Okay, kümmern wir uns nachher vielleicht drum. Wer ist das? Ach so, die neue Musikerin. Aracha. Rajavan. Ja, so ungefähr. Telefon Grace schläft. Schon fertig? Nö. Das ist ja doof. Wenn die so schnell ist. Guck mal, das haben wir da schon mal. Ist ja blöd. So, jetzt sind die anderen aufgestanden. Ah, da ist die. Hallo. Sieht aus, als wäre er fertig. 47 Simulon. Gut, gib mal ein bisschen was. Okay, los, wir fahren jetzt mal hier runter. Mit dem Haushalt. Mit Ghost. Mit Shiva. Nee, Grace bleibt da. Grace schläft. Was malt sie jetzt? Und so, ich hätte es nicht gewusst, wie ich alle drei hier mit runternehme. Also blieb nur das Reisen jetzt. Aber ihr könnt mal zusammen dahin gehen. Ich bin immer... Okay, jetzt gehe ich mal auf Sam. Trinkgeld. Und zusammen die Vorführung ansehen. Kein Problem. Sind hier nicht die Essbuden? Doch, hier unten. Guck mal. Kann man da zusammen was bestellen? Die Getränke gibt's da bloß. Da gibt's gar nichts zu essen. Obst, Gemüse kaufen. Will ich aber nicht. Gut, aber mir fällt schon irgendwie nächstes Mal was Neues ein und wollen mal kicken. Jetzt schauen Sie erstmal hier zu. Guck mal, Sam. Quatsch, Ying kann hier mal diese Gemälde verwerfen. Zusammen ansehen. Und die Gemälde kaufen wollen wir gar nicht. Nee, dürfen wir ja auch wahrscheinlich. Ja, wir sind gut.
Verwirf das mal und mal mein neues. Gute Klasse. Ein Pop-Art-Gemälde. Genau, ein großes. Natürlich so. Sozusagen. Dass ich hier nichts zu essen bestellen könnte, ist ja doof. Getränke und nur handeln. Na gut. Also, für nächstes Mal fällt mir schon was ein. Da steht Grace. Geh mal schnell nach Hause. Was ist mit dir los? Das müssen wir jetzt noch erledigen. Was war denn das? Ja, schön, dass ich sie noch gesehen habe. Sonst wäre nämlich das total schief gegangen. Sie schläft jetzt weiter und es soll so bleiben. Okay, ich sag tschüss.